Kilosalai und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir machen jetzt erstmal einen Waffen-Upgrade. Boah, das war ein Fight. Und ein deftiger Fight, um genau zu sein. Also wir können unser Gewehr upgraden. Und unsere Schrotflinte, der Vorboten, können wir auch upgraden. Und dann tun wir das gepolsterte Griff. Boah, also das war schon, boah, ja, wie man schon hört. Boah, halt. So. Komm, wir tunen unseren Kämpfer noch ein bisschen auf. Hier, Adrenalin erleiden sie. Ne? Geil. So. Stark Medizin. Keinen Schaden durch Feinde, wenn sie im Kampf Wunden versorgt haben. Nee, auch gut. Feldsanitär. Komm, wir schalten jetzt hier alles frei. Dann haben wir Selbstverbesserungs-Junkie. Steam-Erfolg. Schön. Nicht schlecht. So. Alles klar. Wie geht's weiter? Wo geht's weiter? Spiel. Sag es mir. Jetzt will ich aber nochmal gerade testen. Ich meine nämlich, wir hätten eigentlich so eine... Nee, haben wir nicht. Ich meine eigentlich, ich war eigentlich richtig sicher, wir hätten hier so eine Fähigkeit, um ja, instant quasi die Pfeile zu setzen. So, von wo müssen wir denn... Wo müssen wir denn von da aus hin? Wir werden es herausfinden. So. Oh, fuck. Ja, doch. Das kriegen wir noch hin. So, ah, hier müssen wir hin. So. Oh. Ja, okay. Alles klar. Fuck. Die schießen ja immer noch weiter mit ihren Feuerbällen. Nein! Lara, was machst du? Ich habe nicht gesagt nach rechts. Habe ich nicht gesagt. Spiel! Ah, schaust aus hier. Was ist denn hier wieder los? Moment. Nee, was mache ich denn hier? So. Immer noch Adrenalin geladen von dem Kampf von eben. Euch ist da jetzt ein Tag zwischen, aber boah, das war was. So. Ja. Bitte doch. So. Was war das gerade? So, darüber. Und wehe, du springst jetzt wieder nach rechts ab. Lara, ich rufe deine Mutter an, ja? Ich rufe sie an. Auch wenn sie wahrscheinlich bereits verstorben ist, aber dann rufe ich sie halt im Himmel an. Verdammte Scheiße. So. Aber sie hat es ja geschafft. Ich sollte mich abregen. So. So, dann schaukeln wir mal rüber. Alle, hopp. Festhalten. Oh, verdammte Scheiße. So, hier geht's hoch. Alles klar. Oh. Verdammt. So. Komm. Wunderbar. Das schaffst du. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? So. Das ist ja mal hier eine Action. Leute, Leute, Leute. So, jetzt will ich nochmal gerade hier... Boah. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, um... Ja, das weiß ich, wie das geht. Das haben wir schon 100.000 Mal gemacht. Vielleicht ein bisschen leicht übertrieben, aber hey. So, da machen wir noch einen. Und wo wir hin müssen, werden wir ja dann hoffentlich sehen. Hier hoch. Ach, darüber müssen wir, okay. Dahin. Und darüber. Boah, Lara, wie hältst du das noch aus? Ich könnte das nicht. So. Und schocken. Heio, festhalten. Sehr schön. Ey, wenn mir das jetzt Disney hier lizenziert, ne, die Tarzan-Geole, oder andere, raste ich aus. Aber es soll ja auf YouTube schon einiges vorgekommen sein. Gerade in letzter Zeit ist mir zu Ohren gekommen von Bekannten, die auch YouTube-Videos machen. Dass die Leute da in letzter Zeit ziemlich pingelig sind. Ich weiß nicht, ob es die GEMA schuld ist, aber naja. So, hoch hier. Verdammt, das war was. So.
mal gerade setzen. Einfach nur, um mal gerade eine Sekunde die Ruhe zu genießen. Leute, das war was. Das war eine Kletterpartie. So, weiter geht's. Aufstieg, erreichen Sie die Spitze des Turms. Das werden wir, das werden wir. Nein, oh fuck. Oh shit. Ah, okay, aber wir haben eine neue Leiter bekommen, in Anführungszeichen. Oh, Lara, das war knapp. Oha. Jetzt passiert doch irgendwas. Alles klar. Was haben die denn für Kletterskills, dass wir bei solchen Temperaturen einfach mal so easy da lang klettern? Was macht denn der da unten? Bleibt er einfach nur stehen? Die stehen nur. Oh. Ja gut, sie standen. Ich korrigiere. Oh, 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 oh. Festhalten, Lara, festhalten. Oh. Voilà. So, sehr schön. Wir schaffen das. Auf zur göttlichen Quelle. So, ums Eck. Oh. Oh, jetzt werfen sie sich schon gegenseitig runter, nur um die Quelle zu beschützen. Beziehungsweise sie für sich zu haben. Sag mal, die killen auch ihre eigenen Leute, ne? Was ist denn hier? Warum? Warum? Oh, fuck. So nicht. Oh, 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 oh. Hoch, hoch, hoch. Lara, Lara, Lara. Sie geht nicht drüber. Oh, nee. Nee. Nee, du machst mich fertig. Normal. So. Rüber. Ja, sehr schön. Go up. Go up. Lara, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und... Wow, alles klar. Meilen über dem Abgrund. Och nein, nein. Nein, du wirst mich jetzt nicht daran hindern. Fall! Heilige Scheiße. Was geht hier nur ab? Wahrscheinlich während die sich bekriegen, da hinten ist doch Konstantin. Und Anna nur, okay. Aber dann ist Konstantin ja nicht weit weg. Wir müssen aufpassen. Bitte, bitte was? Oh shit. Wollen die jetzt auch mit Katapulten? Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Ja, geil, die stehen an einem Katapult. Go, 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 go. Keine Rücksicht, keine Rücksicht. Oh, oh fuck. Heilige Scheiße. Nein, ich krieg den nicht. Auch wenn ihr das gern wollt. Fuck. Keine Munition. Leute, das ist nicht fair. Fuck. Heil. Kein Zurück mehr hinter diesem Punkt. Gibt's kein Zurück mehr. Boah, alles klar. Direkt elendig. Ihr gottlosen, mordenden Bastarde. Oh, nee. Boah.
Unsicheres Lager. Basislager kann genutzt werden. Nicht so lange genutzt werden, solange Feinde in der Nähe sind. Boah! Leute, das war aber jetzt wieder was. So. Ah, ich kann mich setzen. Nee, immer noch nicht. Ja, wo steht denn hier bitte sehr noch ein Gegner? Und wo? Sag mir nicht wieder, das ist so ein Verbackter. Ah, nee, da. Komm, hier kriegst du Explosionspfeil. Bitte. Hat er gerade Alda gesagt? Naja. So. Genau, wieder Schrotflintenmunition. So. Leute, jetzt erstmal setzen. Boah, nee. Mal sehen, vielleicht teile ich die Folge in zwei Teile, weil jetzt hier Schluss zu machen, boah, das würde nicht gehen. Jetzt muss ich weiterspielen. Ich würde auch sagen, wenn man jetzt hier weiter... Ich habe jetzt nur mal kurz angehalten, damit wir hier speichern automatisch. So. Weiter geht's, meine Gute. So. Oh, das sieht nach Bossfight aus. Och nein. Sie darf keine Schweiz in die Kammer der Seelen. Konstantin. Boah, ihr Feiglinge. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Das schaffen die doch niemals. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment. Der Helikopter ist zu schnell. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Okay, Feuer. Ihr habt gehört, Feuer. Oha. Wow. Das war's noch nicht. Macht euch wieder Schuss. Die kommen wieder, die kommen wieder. Ja, safe. Okay. Ich zeig dir gleich, wer hier tot gesehen wird. Friss das! Wer Trinity dient, dient dem Teufel. Nicht Gott, auch wenn ihr das denkt. So. Jetzt gibt es ja auch noch zwei Fraktionen Kampf. Zack, den haben wir. So, dich habe ich. Ach fuck, was mache ich denn? Sag mal, was drehst du dich im Kreis hier? So. Wann kommt der Heli? Oh, 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 alles klar. Oh, fuck, er hat eine Rakete gedroppt. Okay, feuert. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Wie lange dauert das? Boah. Runter, runter, runter. Ah ne, wir haben ihn bekommen, geil. Boah, Leute, das ist was. Der letzte Befehl, alles klar. So nicht. So. Wir versuchen, diesen Schwein loszuwerden.
Wir müssen es nicht tun, aber sie stehen an unserer Seite. Das nenne ich Tapferkeit. So. Komm, ich will... Genau. Zack. So. Oh, fuck. Da kommt er wieder. Lara, nein, warum? Warum? Warum rennst du erstmal automatisch da rein? Verdammte Scheiße. Bereit? Ja, aber ich brauche eine erhöhte Position. Feuer! Tun sie nicht, alles klar. Achso, sie sind wahrscheinlich noch am Nachladen. Oh, Rakete. Ach, fuck. Fuck, da hätte ich nicht hingehen dürfen. Ey, wir müssen das jetzt nochmal alles von vorne. Okay, nein. Ja, macht schnell. Beeilt euch. Ich habe hier nicht mehr lang Zeit. Oh, fuck. Zu häufig Battlefield gespielt, um dieses Geräusch als harmlos zu befinden. Feuer! Ja, gut, den mit dem kriegen wir den sowieso nicht, aber das ist auch nicht machbar, wenn der hier mit so einer Geschwindigkeit manövriert. Ah, guck mal, damit kriegen wir den ins Taumeln. Okay. Ach, fuck. Viel zu langsam. Fuck. Verdammte Scheiße. Entschuldigung für die Sprache hier gerade, aber es regt mich einfach gerade tierisch auf. Kann ich dadurch überhaupt irgendwelchen Schaden bewirken? Man wird ja einen Grund haben, dass hier überall so explosive Pfeile... Ach, fuck! Dass hier überall so explosive Pfeile rumliegen. Okay. Und! Ja, wir haben ihn. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Wop, 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 wop. Autsch, das hat sicherlich wehgetan. Oh, Unsterbliche. Ja, komm. Fight. Na, oder? Gut, dann halt nicht. So. Boah. Leute, Leute. Das war deftig. Boah, nee. So nicht. Furchtlos Erfolg. Geil. Ich wollte gleich mal auf Steam nachgucken, was das alles für Erfolge sind. Beziehungsweise wofür die sind. So. Hab ich dich.
Finde den Ausgang. Weg damit. Oh nein. Fuck. Kämpf wie ein Mann. Wie ein Mann, nicht mit Entwaffnen. Glaubst du das? Hast du schon mal mit einer Rauchgranate um dich her... Ja, genau. Genau, die Gegner können tanken, aber ich nicht. Natürlich. Ja gut, aber ich habe ja auch keine Rüstung an, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm. Nee, ich will den Scheiß jetzt nicht nochmal sehen. Nur ehrenlose Leute kämpfen nicht mit gleicher Bewaffnung. Und du hast keine Ehre, du Bastard. Das hier wird zu deinem Grab. Ja, genau, alles klar. Das wird zu deinem Grab, wollte ich sagen, aber nein, offensichtlich nicht. Ja, ich weiß. Ist gut. So. Deine Mutter hat keine Waffen, du. Das. Ehrenloser. Dein Schicksal liegt im Tod. Ach, fuck. Was ist denn das für ein bescheuertes Quicktime? Ich hab doch einen Ausweichkonter, ja? Wenn ich den noch nicht mal verwenden kann, wozu ist der dann gut? Mensch, Mensch, Mensch. Ah, nee. Also ihr merkt schon, da fange ich an zu ragen. Tut mir auch ein bisschen leid, aber... Es ist dann so. Jetzt gib mir meine Sachen zurück. Na, glaubst du immer noch daran, dass Gott dich dafür bestimmt hat, auserwählt hat, die göttliche Quelle zu finden? Das ist nicht mein Schicksal. Doch, ist es. Nein. Du bist ein Irrer. Das war niemals ihr Schicksal. Genau. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein, sie lügen. Er flehte um sein Leben. Sie sind es nicht wert. Nein, er ist es nicht wert. Er ist es nicht wert. Er ist es nicht wert. Ja, fahren Sie zur Hölle, genau. Aber dass seine Schwester ihn so dermaßen manipuliert hat, diese manipulative Arschgeige. Ja. Boah. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts. Und tot, ja, ja gut, tot. Du kannst das auch sagen. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Denk an den Kreislauf der Natur. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir Alles hat einen Preis. Sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Eben. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Oh, fuck. Wir sind umstellt. Hasta la vista. Denkt sie gerade, sie kann den Propheten töten? So nicht. Ist nicht für die Welt bestimmt. Das ist deine Chance, Lara.
Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Das ist sinnlos. Die Unsterblichen werden dich richten. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Du stirbst so oder so. Wenn ich dich nicht kriege, kriegen die Unsterblichen dich. Oh, sie ist dessen nicht würdig. Das, ja. Dafür wird sie bezahlen. Klare Sache. Lebe wohl, Jacob. Aber es muss sein. Jacob, halten Sie durch. Oh, er lebt noch. Warum? Also ich meine, es ist gut, aber wieso? Durchhalten. Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Lebe wohl, Jacob. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort drohen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Und das war es mit Rise of the Tomb Raider. Ich bedanke mich herzlich bei allen Zuschauern. Lasst ein Abo oder ein Like da. Eure Entscheidung. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein. Ciao, Leute. Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein.
Noch nicht.